Bevor es hier mit dem dritten und letzten Teil losgeht, wollte ich euch nochmal auf die Umfrage aufmerksam machen. Die findet ihr in den Kommentaren und auch in der Beschreibung. Ein Link dazu, da könnt ihr gerne mitmachen, was denn als nächstes Playthrough folgen soll, welches Spiel. Arkham Horror ist dann natürlich erstmal raus. Da gibt es erstmal jetzt eine Pause zu. Das heißt, erstmal kommt wieder ein anderes Spiel dran. Aber ja, schaut doch mal gerne in die Liste und stimmt ab. Vielen Dank! Ja, haben wir für beide eine Begegnungskarte gezogen. Und wir sind wieder dran. Wendy ist mit all diesen drei Gegnern in einen Kampf verwickelt. Und sie hat nicht mehr die Karte, um allen zu entkommen. Sie hat keine Waffe angelegt. Sie müsste wieder versuchen, allen dreien zu entkommen. Problem ist, der eine hat schon ein Flee-Ausweichwert von 5, der andere 4, der andere 2. Sie hat keine Karten, die sie dazu beitragen könnte. Das wird wohl nicht funktionieren. Sie könnte allen dreien entkommen, hätte dann aber auch nur noch eine Aktion, um hier hinzukommen. Ja, aber was anderes kann sie nicht groß machen. Sie wird da jetzt ein bisschen gefangen sein. Die kann sie nicht besiegen ohne Waffe. Das heißt, wir versuchen zu entkommen. Wir starten mal mit Ruth Turner. Wir brauchen 5. Wir haben einen Wert von 4. Das heißt, wir ziehen, hoffen auf eine plus 1. Sehr wahrscheinlich, sehr wahrscheinlich. Und wir ziehen eine minus 2. Dann werde ich ihre Sommerfähigkeit benutzen. Einen Chaosmarker wieder in den Beutel legen, den Wert aufheben und dann eine Handkarte ablegen, nämlich hier die Taschenlampe, um neu zu ziehen. Darf ich einmal pro Probe machen. Und ich ziehe das und das ist ganz schlecht. Minus 5. Also dem ersten sind wir schon mal nicht entkommen. Das wird schwierig. Wir versuchen es trotzdem noch mit den anderen beiden. Denn wenn die erschöpft sind, können sie mir gleich keinen Schaden zufügen. Ich versuche, Hermann Collins zu fliehen mit 4 gegen 4. Ein Totenkopf, das ist die Anzahl an Monstergegnern im Spiel. Oh, und da ist das Glück auf unserer Seite. Das sind alles keine Monster, logisch. Das sind ja normale Menschen. Das heißt, ich bin Herman Collins schon mal entkommen. Der ist erschöpft. Und dann versuchen wir es noch mit dem Wolfsmenschen. Der hat nur einen Wert von 2, also 4 gegen 2. Und cool, plus 0. Dem bin ich auch entkommen. Der wird mir gleich auch keinen Schaden zufügen. Ja, und ich habe ja durch Leo De Luca noch eine Extra-Aktion. Ich kann es natürlich mit Ruth Turner nochmal probieren, weil was soll ich sonst machen? Ich kann ja nichts groß machen, ohne dass sie mir dann einen Schaden zufügt. Ja, ich werde jetzt mit Wenny einfach immer versuchen zu entkommen. Sie könnte natürlich jetzt auch die provozieren, einen Schaden kassieren und dann dafür hier Karten spielen, zum Beispiel um sich Ressourcen zu holen und dann nachher oder hier das Messer dann anzulegen. Aber sie wird die sowieso nicht besiegen können. Die haben alle 4 Leben. Das heißt, sie müsste super viele Runden aufwenden, um die anzugreifen. Deswegen werde ich jetzt immer wieder versuchen, allen dreien zu entkommen und mit der 4. Aktion dank Leo De Luca auch zu diesem Ritualort irgendwann zu kommen. Und in der Zwischenzeit werde ich hier mit Roland weiter versuchen, Hinweise zu sammeln. Also, die 4. Aktion. Dann versuche ich nochmal, Ruth Turner zu entkommen. 4 gegen 5. Minus 1. Ach Mann, hätte es nicht die Plus 1 sein können? Ja gut. Ich lege tatsächlich noch meine Handkarte ab und ziehe nochmal. Das kann ich ja einmal pro Probe machen. Komm schon, plus 1, komm schon. Wobei ist jetzt eigentlich auch egal. Okay, es hat gar nicht geklappt. Wäre eigentlich auch egal. Die fügt mir gleich halt einen Schaden zu. Fertig. Wegbewegen hätte ich mich jetzt eh nicht mehr können. Die ist also noch aktiv. Und wir haben alle Aktionen verbraucht. Ja, dann ist unser Held Roland Banks dran, der jetzt hier alles wuppen muss. Ich wusste, dass ich mit beiden irgendwie hätte durchkommen müssen. Ich hätte das anders machen müssen. Ich hätte mit Wendy eine Aktion abwarten müssen,
damit sie allen hätte entkommen können und dann noch eine Aktion übrig gehabt hätte, um hier hinzugehen. Aber ich wusste ja auch nicht, was da kommt. Gut, also. Roland wird ja den Hinweis, den er gerade eben bekommen hat, ausgeben, um eine Probe abzulegen. Entweder Willenskraft oder Beweglichkeit. Er ist in beidem nicht sonderlich gut. Aber er braucht bei beidem 3. Willenskraft hat er 3, kann er durch seine Karten nicht erhöhen. Er könnte bei Beweglichkeit auf 4 kommen, aber auch nur, wenn er seine Waffe wieder abgibt. Das will ich eigentlich vermeiden. Das heißt, ich versuche es mit Willenskraft 3 gegen 3. Vielleicht klappt es ja. Und ich habe eine plus 1. Es hat funktioniert. Es hat funktioniert. Die hätte ich gern bei Wendy eben gehabt. Das heißt, das hat funktioniert und der Hinweis, den ich dir jetzt quasi dafür ausgegeben habe, der landet hier auf der Szene. Sobald hier 4 sind, dürfen wir vorrücken. Dann hat er noch 2 Aktionen Zeit. Naja, er wird hier ermitteln, ne? Schleierwert 3. Könnte natürlich aber auch sich... ich weiß es noch nicht. Okay, er wird... einmal... sich die gesteigerte Aufmerksamkeit holen für 2 Ressourcen und hat dann zwar diese Runde keine Ressourcen mehr, um das hier zu benutzen, aber dann nächste Runde. Genau, er hat keine Ressourcen mehr, das heißt, er hat jetzt noch eine Aktion Zeit und möchte jetzt versuchen zu ermitteln. Das Einzige, was er jetzt beisteuern könnte, das mache ich auch, wäre hier das. Oder so gehe ich auf Nummer sicher. 3, 4... Ja, ich gehe auch nochmal sicher. Ich werde Dr. Milan Christopher und hier die zusätzliche Munition ausgeben. Die ist zwar super, um die Waffe wieder aufzufüllen, aber die habe ich ja noch nicht mal gespielt und die hat 4 Munition. Damit komme ich erstmal aus. Das heißt, 2 noch dazu, bin ich bei 5 gegen 3 Schleierwert. Nutze aber noch die Taschenlampe, die habe ich ja auch noch hier liegen. Das heißt, dann mache ich das doch nicht so. Dann gebe ich nur, oder? Doch, dann gebe ich nur den Dr. Milan Christopher aus. Das heißt, ich habe dann 4 gegen einen verringerten Schleierwert, also gegen 1. 4 gegen 1 noch einmal ermitteln. Und ich ziehe minus 1, das heißt, das hat funktioniert. Ich habe wieder einen Hinweis bekommen und kann nächste Runde hoffentlich hier wieder das Ritual weiter unterbrechen. Ja, damit habe ich leider schon wieder 3 Aktionen gemacht. Bin durch. Gegner bewegen sich und greifen an. Der Einzige, der hier nicht erschöpft ist, ist Ruth Turner. Die greift unsere Wendy an mit 1 Schaden. Kann Wendy aber noch ganz gut aufnehmen. Ja, ansonsten passiert nichts. Die anderen sind erschöpft. In der Unterhaltsphase wird alles wieder aufgefrischt und dann geht das Spiel von vorne los. Jeder Ermittler bekommt eine Ressource und eine Karte. Wendy zieht ihre Schwäche. Die kommt in die Bedrohungszone. Ja gut, ist das gleiche hier wie die Psychose, oder? Nur statt Horror Schaden, okay. Die dürfen einfach keinen Horror und keinen Schaden mehr bekommen, aber das ist schlecht. Sie wird wahrscheinlich mal Schaden bekommen. Das heißt, sie wird gleich wahrscheinlich mit 2 Aktionen die wieder ablegen. Roland zieht auch noch eine Karte und bekommt Mumm. Oh, für Willenskraft. Die können wir hier gut gebrauchen, um in der Szene weiter voranzukommen. Ja, die haben weniger als 8 Karten. Es kommt ein Verderbensmarker auf die Agenda. Wir haben 3 von 5 Markern, bis die vorrückt. Und wir ziehen Begegnungskarten. Wendy zieht folgende. Okay, sie muss eine Beweglichkeitsprobe machen, ansonsten bekommt sie Schaden. Sie hat einen Wert von 4, kann nichts dazu beisteuern, gegen 3. Und zieht das Gescheitert-Symbol. Na super. Ja, in dem Fall werde ich wirklich auch nochmal hier einmal die Wahrnehmung ablegen, also eine Handkarte, um ihre Fähigkeit zu nutzen und neu zu ziehen. Sonst müsste ich ja jetzt schon 3 Schaden aufnehmen. Und dann zieht sie stattdessen nochmal
Eine minus 1, das heißt, oh, 4 minus 3, das heißt, dann bekommt sie gar keinen Schaden. 4 minus 1 natürlich, ist sie bei 3, die wir ja brauchten. Okay. Und Roland sieht Umadots Zorn. Er muss Willenskraft machen. Die hatten wir auch schon mal. Für alles, was misslingt, muss er eine Karte ablegen oder Schaden und Horror bekommen. Ja, Willenskraft 5 könnte er nur erreichen, indem er den Mumm ausgibt. Dann ist er aber auch bei 5 gegen 5. Aber das sollten wir machen, weil jeder Punkt ist entscheidend. Dafür wollte ich den Mumm eigentlich nicht benutzen, aber gut. 5 gegen 5 und mal schauen, was dabei rumkommt. Wir ziehen. Die Null. Er bekommt gar nichts abgezogen und kein Schaden, kein Horror. Die Begegnungskarte ist geschafft. Und da der Mumm uns so geholfen hat, dürfen wir sogar noch eine Karte ziehen. Dynamitexplosion. Da können wir jedem Gegner und aber auch jedem Ermittler an einem Ort 3 Schaden zufügen. Bei einem verbundenen Ort. Also könnten wir das hier machen? Würde dadurch jemand sterben? Nö. Nur unsere Wendy fast. Aber er hat ja auch überhaupt nicht genug Ressourcen dafür. Gut, Begegnungsphase ist abgehandelt. Wir sind wieder dran. So, ich werde wieder mit Wendy starten. Wieder versuchen, allen dreien zu entkommen und hier hinzufliehen. Ich weiß nicht, was ich sonst machen soll. Wird wahrscheinlich nicht wieder funktionieren, aber... Ja. Zum Glück macht der, der mich am leichtesten entkommen kann, würde am meisten Schaden machen. Die anderen beiden machen jeweils nur einen Schaden. Ich muss einfach versuchen zu überleben. So, das ist mein Ziel jetzt mit Wendy. Wendy startet aber wieder mit Ruth Turner. Braucht also eine plus 1. Hat natürlich keine plus 1 gezogen, sondern wieder die minus 5. Ja, und dann ist es so, ich werde meine letzte Handkarte ablegen, um es nochmal zu probieren mit ihrer Sonderfähigkeit. Schmeiß den Marker wieder rein und zieh nochmal. Und das, ach nee, das war gar nicht die minus 5, das war minus 3. Das ist jetzt die minus 5. Das heißt, es hat beide Male nicht funktioniert. Ruth Turner bleibt aktiv bei ihr. Und dann versuchen wir es hier mit Herman Collins. Ah, der übrigens auch einen Horror machen würde. Da brauche ich mindestens eine 0. Und sie zieht einen Totenkopf. Das wäre jetzt minus x bei Monstergegnern. Wir haben keine Monstergegner. Das heißt, es ist eine 0 und sie ist wenigstens Herman schon mal entkommen. Und dann der Wolfsmensch, da braucht sie ja mindestens eine minus 2. Und zieht eine 0. Okay, ja, dann ist sie auch dem Wolfsmenschen wieder entkommen. Könnte jetzt wieder eine vierte Aktion aufwenden, um hier Ruth Turner nochmal zu versuchen zu entkommen. Ja, können wir ja versuchen, ne? Dass wenigstens auch der eine Schaden nicht entsteht. Plus 1, wir hoffen auf die plus 1. Und wir ziehen eine minus 1. Das hat nicht funktioniert. Alle 4 Aktionen von Wendy sind wieder verbraucht. Das ist jetzt natürlich ein bisschen eintönig mit ihr. Aber so ist es. Und dann ist unser Roland Banks wieder dran. Ja, er wird weiterhin versuchen, hier in der Szene weiterzukommen. Das heißt, was machen wir denn zuerst? Wir werden erstmal diesen Hinweis ausgeben, den er jetzt hat, um hier die Probe wieder zu versuchen. Da brauchen wir wieder eine 0 oder mehr. 3 gegen 3. Oh, nice. Wir haben den Stern gezogen. Das ist plus 1 für jeden Hinweis auf seinem Ort. Das wäre sogar eine 2 Unterschied, die er da hat. Also hat es auf jeden Fall geklappt. Der zweite Hinweis liegt auf der Szene. Mit der zweiten Aktion wird er natürlich weiter ermitteln. Benutzt wieder seine Taschenlampe. Das heißt, der Schleierwert ist wieder bei 1. Er hat einen Intelligenzwert von 3. Und benutzt natürlich auch hier noch die Aufmerksamkeit, indem er eine Ressource ausgibt und damit den Intelligenzwert noch um 1 weiterhin erhöht. Das heißt, 4 gegen 1.
Und ich habe ganz vergessen, am Ende der Runde wurde das ja wieder aufgefüllt. Das heißt, hier liegen natürlich wieder zwei Hinweise mehr drauf. Also, 4 gegen 1 haben wir gesagt. Und es ist minus 3 und Monstergegner haben wir nicht. Das heißt, das hat funktioniert. Wir haben wieder einmal erfolgreich ermittelt. Ich denke mal, wir können direkt nochmal versuchen zu ermitteln. Denn es wäre gut, wenn wir nächste Runde das hier schon schaffen, indem wir die letzten zwei Hinweise drauf platzieren. Das heißt, er ermittelt nochmal, kann leider jetzt seine gesteigerte Aufmerksamkeit nicht mehr benutzen. Und auch die Taschenlampe ist aufgebraucht. Das heißt, es ist wirklich 3 gegen 3. Wir brauchen eine 0 oder mehr. Wir haben eine minus 2 gezogen. Das hat leider nicht geklappt, aber ein Versuch war es wert, denke ich. Okay, okay. Können wir das nächste Runde schaffen? Ja, eventuell ja. Okay. Ja, also er hat das gemacht, das einmal ermittelt und dann das zweite Mal ermitteln hat nicht geklappt. Er ist wieder durch. Die Gegner sind dran, die beiden sind erschöpft, aber Ruth Turner fügt unserer Wendy wieder einen Schaden hinzu. Wir haben 3 von 7 Schaden jetzt auf uns liegen. Wir werden wieder aufgefrischt und die beiden Gegner natürlich auch wieder, die natürlich dann eigentlich jetzt hier wieder bei Ruth liegen. Jeder Ermittler bekommt eine Ressource und zieht eine Karte. Wendy zieht den Ledermantel. Gut, wird sie nicht anlegen können, denn sie ist ja von Gegnern umgeben. Und unser Roland zieht Fingerfertigkeit. Oh, können wir natürlich auch benutzen hier für unser Szenendeck, denn da können wir ja auch eine Beweglichkeitsprobe mit 3 oder mehr schaffen, wenn wir die einsetzen. Und unsere gesteigerte Aufmerksamkeit ist das schon mal ein Punkt mehr als bei der Willenskraft. Gut, die beiden haben weniger als 8 Karten, es kommt ein Verderbensmarker hier drauf und wir sind mit dem hier auf dem Gegner bei 4 von 5. Die Agenda rückt noch nicht vor und beide ziehen eine Begegnungskarte. Wendy beginnt und zieht noch einen Akolyten. Gut, ja, der kriegt natürlich auch wieder einen Verderbensmarker, kommt aber an irgendeinen leeren Ort. Ich lege ihn jetzt hier einfach mal auf die Klippen oder soll ich den zu unserer Wendy legen? Ach, die Agenda wird sowieso so oder so gleich vorrücken, das heißt, ich lege ihn jetzt hier weg, dass der nicht auch noch bei Wendy ist. Und Roland zieht geheimnisvolle Gesänge. Ja, holla die Waldfee. 2 Verderbensmarker auf den nächstgelegenen Kultistgegner, aber das ist okay. Die Agenda rückt nicht sofort vor, das müsste auf der Karte stehen. Die rückt erst nächste Runde vor. Und das würde ja sowieso passieren. Ich lege es jetzt hier wieder auf die Ruth Turner, die hat nämlich sowieso noch einen Verderbensmarker auf sich drauf liegen. Okay, aber dann sind wir erstmal wieder dran, bevor die Agenda vorrückt. Das heißt, Wendy macht das gleiche Spiel natürlich nochmal. Oder fange ich mit unserem... Ach nö, ich fange mit unserem Roland Banks an. Nee, Roland Banks wird erst versuchen, hier mit der Szene weiterzukommen. Er hat wieder einen Hinweis, das heißt, den legt er schon mal hier parat und macht jetzt aber eine Beweglichkeitsprobe. Er hat 2 Beweglichkeit, steuert hier seine Fingerfertigkeit dazu, das heißt, er ist bei 4. Und ich glaube, die gesteigerte Aufmerksamkeit sollte ich mir aber fürs Ermitteln gleich aufheben. 4 gegen 3. Das ist nicht viel. Das Einzige, was er noch dazu beisteuern könnte, ist seine Waffe. Die jetzt abzugeben wäre aber dämlich, falls Umor dort kommt. Brauchen wir ganz dringend eine Waffe. Ach ja, und ich habe vergessen, Wendy hat ja jetzt auch noch Hypochondrie. Immer wenn sie einen Schaden nimmt, nimmt sie auch noch einen Horror. Das heißt, sie hat eben einen Schaden bekommen. Das heißt, sie hat auch noch einen Horror auf sich drauf liegen. Okay, Roland belässt es dabei. Er wird die Waffe nicht hinzufügen. Das heißt, 4 gegen 3. Und wir ziehen einen Totenkopf. Das ist gut. Monstergegner haben wir keine, denn auch der Akolyt ist kein Monster. Die Probe ist gelungen. Wir haben unseren 3. Hinweis hier liegen. Und durch die Fingerfertigkeit dürfen wir wieder eine weitere Karte ziehen. Und er bekommt... Ah, seine Waffe. Gut, das heißt, wir können eine Waffe riskieren, vielleicht
um das Ermitteln zu vereinfachen. Denn er braucht ja noch einen Hinweis jetzt hier. Erste Aktion war das. Das Ermitteln muss jetzt auf jeden Fall klappen. Und dann müssen wir das nochmal schaffen. Das heißt, er ermittelt jetzt, hat einen Ermittlungswert von 3. Keine Taschenlampe mehr. Das heißt 3 gegen 3. Er gibt seine Ressource aus. Dann sind es 4 gegen 3. Dann gibt er hier noch die Munition aus. Ich riskiere es jetzt, dass wir die nicht mehr brauchen. 5 gegen 3. Ja, und dabei belasse ich das. 5 gegen 3. Bitte funktioniert. Bitte. Wir ziehen eine minus 1. Ja! Wir kriegen einen Hinweis. Er hat erfolgreich ermittelt. Und natürlich, seine dritte Aktion wird sein, das hier nochmal zu probieren. Zu probieren, den letzten Hinweis hier drauf zu platzieren. Dann müssen wir Wendys Zug vielleicht gar nicht mehr durchführen. Das macht er wieder mit Beweglichkeit. Denn er hat Beweglichkeitswert 2. Ja, er muss seine 38er Spezial nutzen. Die gibt ihm nämlich 2 weitere Punkte für Beweglichkeit. Hier den Joker noch. Das heißt, er ist jetzt bei Beweglichkeit 4 gegen 3. Seine 45er Automatik würde die Chancen noch weiter erhöhen. 4 gegen 3. Ich muss es riskieren. Ich muss es riskieren. 4 gegen 3. Entweder wir schaffen es jetzt oder wir müssen noch leiden. Minus 1, wir haben es geschafft. 4 gegen 3, das heißt, wir haben jetzt Gleichstand. Wir dürfen den Hinweis hier drauf platzieren. Und hier sind 2 Hinweise pro Ermittler auf der Szene und wir dürfen vorrücken. Wow, cool, cool, cool. Das bedeutet was Gutes. Das ist Szene 3, die letzte Szene. Du stellst dich tapfer der unnatürlichen Kälte, während du dich durch die arkanen Symbole hindurch bewegst und die Schwelle zum Kreis übertrittst. Du entfernst die Markierungen am Boden, indem du sie mit Erde bedeckst und das Muster der sorgfältig angeordneten Steine zerstörst. Ein schrilles Geräusch dringt schmerzhaft in dein Ohr, während die Luft plötzlich wärmer wird und sich die Welt um dich herum verzerrt, um dann schließlich wieder zur Normalität zurückzukehren. Wir lesen Auflösung 1. Und das wird die beste sein, die man hätte erreichen können, denn das Ziel ist immer, im Szenendeck komplett fortzuschreiten. Und dann haben wir hier wieder unser Achtung. Das wäre, wenn wir wieder ja, aufgegeben hätten oder besiegt worden wären. Wir lesen aber Auflösung 1, denn wir haben es geschafft. Du hast es geschafft, den Kult daran zu hindern, den Meister seiner Anhänger zu beschwören. Obwohl du unsicher bist, was passiert wäre, wenn der Kult Erfolg gehabt hätte, bist du doch erleichtert, dass Arkham zumindest vorerst sicher ist. Du nimmst so viele Kultisten gefangen, wie du finden kannst, doch nur wenige Einwohner glauben deine Geschichte. Vielleicht war alles doch nur ein Produkt deiner Einbildung. Das Coolste ist halt auch, dass wir jetzt nicht mehr dazu kommen, dass die Agenda fortschreitet und wir gar nicht gegen den Endgegner kämpfen müssen. Ich zeige den euch mal. Das war nämlich die zweite beiseite legte Karte Umordot, der einen Kampfwert von 5 hat, 6 Leben, man ihm mit 6 oder mehr ausweichen kann und er hätte jedes Mal 3 Schaden und 3 Horror hinzugefügt. Ach ja, und pro Ermittler bekommt er auch noch plus 4 Ausdauer. Das heißt, er hätte in Wirklichkeit 14 Leben gehabt. Und am Ende des Zuges jedes Ermittlers wird er wieder spielbereit gemacht. Das heißt, er ist eigentlich immer spielbereit. Falls man Lita Chandler kontrolliert, es ist nur hinter ihr her. Du schleuderst Lita Chandler in Umadots Richtung, um dein Leben zu retten. Okay, dann hätten wir Lita Chandler geopfert und das wäre Auflösung 3 gewesen. Oh, aber er kommt zum Glück gar nicht mehr ins Spiel. Wir notieren im Kampagnenlogbuch, das Ritual zur Beschwörung Umordots wurde aufgehalten. Jeder Ermittler erleidet allerdings 2 seelische Traumata, da er sich von diesem Martyrium nie vollständig erholen wird. Okay, das ist natürlich für Roland gar nicht gut, der nur 5 Horror insgesamt hat. Jeder Ermittler verdient Erfahrungspunkte in Höhe des Siegwertes aller Karten im Siegpunktestapel. Ich weiß gar nicht, wir haben, glaube ich, gar keine Siegpunkte erlangt, denn die Orte geben keine. Und alle Gegner, die wir so besiegt haben, hatten keine Siegpunkte auf sich drauf. Nee. Wir hätten natürlich hier von den Kultisten auch welche besiegen können. Die hätten uns Siegpunkte gegeben, haben wir aber nicht. Ja, und wir verdienen sogar 5 Bonus-Erfahrungspunkte, da wir Arkham vor einem fürchterlichen Schicksal gerettet haben und wir haben gewonnen. Ja, wir haben gewonnen und ich bin ganz stolz auf mich, dass ich das endlich geschafft habe und endlich auch das Spiel ein bisschen durchdrungen habe.
diese ganzen Erfahrungspunkte, die man jetzt noch bekommt und die seelischen Traumata, die wir erlitten haben, die werden mitgenommen in ja, alles Weitere, was man von Arkham Horror, dem LCG, spielt. In sämtliche Nebenabenteuer, die man spielen kann, aber auch in die ganz großen Kampagnen. Ich werde mir ja früher oder später auf jeden Fall noch große Kampagnen holen. Das mache ich aber erst, wenn ich wieder Geld habe. Und ich habe ja auch noch Sachen wie Eons End, die auf mich warten, die hoffentlich diesen Monat noch geliefert werden. Dann möchte ich unbedingt die Abenteuer des Robin Hood noch holen, dieses Jahr, das hoffentlich im März erscheint. Das habe ich vielleicht schon öfter erwähnt, aber da freue ich mich drauf. Das heißt, das steht jetzt erstmal hinten an, hier noch Erweiterungen für zu holen. Ich hoffe, es hat euch erstmal gefallen bis hierher. Schon noch was gekauft habe, keine großen Szenarien, aber zwei Nebenabenteuer, die man spielen kann, nämlich einmal Karneval des Schreckens und der Fluch des Rougarou. Habe ich beide schon angespielt. Sehr, sehr, sehr schwer, meiner Meinung nach. Aber das wäre dann eine Möglichkeit. Falls Arkham Horror dann nochmal für euch auf den Tisch kommt, hätte ich da schon mal zwei Sachen parat. Aber ich schätze, dass es dann eher ein großes Szenario mit euch wieder sein wird. Wie gesagt, die ganzen Erfahrungspunkte kann man dann in weitere Sachen davon mitnehmen. Und früher oder später werde ich euch sicher davon auch noch was zeigen. Hier steht es dann auch nochmal, das ist das Ende, oder? Ja, das ist auch einfach, um das thematisch richtig darzustellen, was die Ermittler jetzt so erlitten haben mit den seelischen Traumata und so weiter. Man kann die mitnehmen in weitere große Kampagnen. Hier steht aber, das muss man natürlich nicht. Vorgegeben ist, dass jede große Kampagne mit 9 Ermittlern mit 0 Erfahrungspunkten und einem Anfängerdeck startet. Wir könnten die mitnehmen. Falls ich euch aber nochmal eine Kampagne irgendwann zeige, werde ich mit 9 Ermittlern spielen, denn die meisten Kampagnen haben auch neue Ermittler dabei. Und ich möchte euch natürlich auch mal andere Charaktere zeigen. Und ja, Roland Banks wäre natürlich schon sehr, sehr geschwächt mit 3 seelischen Traumata dann insgesamt. Ne? Aber das ist dann einfach so ein Vorschlag des Spiels. Ja, und das war's mit der Grundkampagne. Also, wie soll ich das gebührend abschließen? Ich bin wirklich sehr stolz auf mich, hatte natürlich auch ein bisschen Glück, zum Beispiel, dass die Wendy im entscheidenden Punkt die Karte gezogen hat, mit der sie allen Gegnern an einem Ort entkommen konnte, sodass sie dann wirklich erschöpft waren und Roland hier durchgehen konnte. Sonst hätte sich das wahrscheinlich noch ein bisschen mehr gezogen, sonst wäre Omar dort sicher noch ins Spiel gekommen und hätte uns das Leben noch hart erschwert. Wir hatten ein bisschen Glück, aber ja, wir haben es geschafft. Und das ist doch die Hauptsache. Es hat mir super viel Spaß gemacht. Ich hoffe, ihr hattet genauso viel Spaß. Vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Ich werde Pandemic Legacy, wenn dieses Video online ist, ist Pandemic Legacy wahrscheinlich noch am Laufen. Das heißt, das mache ich auf jeden Fall noch fertig. Aber parallel starte ich natürlich ein neues Playthrough. Und da bitte auf Instagram achten. Wer mir da noch nicht folgt, der findet den Link in der Beschreibung dieses Videos. In Instagram werde ich wieder eine Umfrage hochstellen. Vielleicht mache ich es auch hier unter einem Video. Ja, vielleicht mache ich es auch hier bei YouTube, dass ich eine Umfrage hochstelle und ihr dann wieder entscheiden dürft, mit was es da weitergehen soll. Und dann freue ich mich. Ich lasse mich überraschen, was ihr am liebsten sehen wollt. Und dann sehen wir uns demnächst bei, weiß ich noch nicht. Vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Es hat mir einen Riesenspaß gemacht. Ciao, eure Chrissy.